Typen. Was ist hier los, Alter? Was ich für ein Typ bin. Ein Racer, so, der eine neue Rundenzeit hier ballert, der ist einfach happy. So, ne? Dafür sind wir alle Racer. So. Ne? Kannst du mir nochmal sagen, wie dein Fahrwerk macht? Moin und was geht, liebe Freunde der gepflegten Motorradsportunterhaltung. Herzlich willkommen zu einem neuen Paddock-Geflüster-Video. Und zwar, man glaubt es kaum, diesmal in Deutschland. Ist schon krass. Wir waren in Spanien, Cartagena, Jeppis. Wir waren in Kroatien, in Rijeka. Wir waren in Assen, in Holland, am Slowakia-Ring. Und jetzt Mitte des Jahres das erste Mal in Deutschland. Und zwar an einem ganz besonderen Ort. Ihr seht es, wir sind am Nürburgring eingeladen. Von den Veranstaltern der IBPM gehen wir für euch auf die Suche und auf den Fang von ein paar Stimmen im Fahrerlager. Ja, und vor allen Dingen wollen wir ein bisschen diesen prestigeträchtigen Kurs, den Nürburgring, präsentieren. Ich hoffe, wir kriegen noch die ein oder andere Onboard-Runde drauf. Vor allem einfach, es bleibt zu erwähnen, IBPM als einziger Veranstalter, nicht mal die IDM, keine Superbike-WM, keiner der anderen lizenzfreien Hobby-Race-Klassen, schafft es am Nürburgring einen Platz zu bekommen. Aber die IBPM, Max Adrenalin-Jungs und Mädels, haben es geschafft. Deswegen Daumen hoch. Ihr seht, es ist ein bisschen windig hier, trotzdem bestes Wetter hier in der Eifel, was auch nicht üblich ist, muss man sagen. Am Nürburgring, also einfach phänomenal, was die IBPM für einen Rennkalender auf die Reihe gekriegt hat. Alleine mit Assen, mit Rijeka, mit der Schleiz und hier am Nürburgring auch direktes Highlight. Es sind hier die Läufe 2 und 3, also seid gespannt, folgt uns rein, folgt Max Adrenalin rein, folgt der IBPM rein. Wir blenden das alles hier ein. Schreibt vor allem, was ihr von der IBPM haltet und ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit IBPM-Fahrern oder selbst schon mal gefahren seid. Ich freue mich drauf. Leute, es wird lustig. Egal, auch nicht kann. So, das wäre es jetzt eigentlich für die Bärsende. Eine Frage noch. The English-speaking people will be explained by Peter Slima or stay for a minute and I explain the most important things. Okay, dann danke euch allen und wir sehen uns gleich im ersten Körper. Guck mal, Leute, hier haben wir schon einen Kontakt. Ich muss mal kurz mein Mikrofon rausholen, denn wir haben uns gesteigert. Wir haben jetzt ein Mikrofon am Start. Wow. Altbekannter, der Robert. Hi. Tachchen. Ja. Erste Frage, die ist noch harmlos. Du bist ja Umsteiger jetzt pro Superstock, vom Pro Superstock Cup, ja, von den großen Maschinen jetzt zur IBPM. Wie kommt's? Warum überhaupt? Was ist der Vorteil hier? Ganz ehrlich, ist es halt einfach bezahlbarer, ne? Und im Pro Superstock Cup hat sich das Niveau natürlich extrem gesteigert, ja, muss man sagen. Natürlich mega gute Fahrer auch, aber auch finanziell ist es halt einfach eine andere Nummer geworden, ne? Die Reifenhaushalt und sowas. Ne? Und darum habe ich gesagt, nee, das ist mir einfach, ja, zu viel. Wobei das Niveau hier ja auch ordentlich knackig ist. Boah, voll, muss man, ja, gerade auch in der Supersport. Till, ne? Auch Norik, super. Ne? Und, die wissen auch schon, wo es lang geht. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Ja, aber auch apropos Budget, wenn du schon am Budget sparst, was Reifen und so weiter angeht, dafür sparst du nicht am Motor. Ne? Wie sieht es bei dir aus dieses Jahr? Du hast ja schon einiges durchgehauen. Also zwei habe ich schon verschlissen, ne? Aber ich hoffe, das reicht auch für die Saison. Also das Ganze am zweiten Event. Wollte ich gerade sagen, ist ja erst das zweite Event. Ne? Wir müssen ruhig sein. Junge. Ich hoffe, du kriegst das gleich hin zum Qualifying. Ja. Viel Erfolg und bleib gesund, ne? Mach's gut, ne? So, Leute, man sollte ja nicht immer nur die bekannten Gesichter vor die Kamera holen, sondern auch mal einfach ganz frisch und wild jemand überfallen. Ich sehe hier ein paar Leute, die auf jeden Fall zur IBPM gehören und die mit den 600ern am Start sind. Ich grätsche einfach mal zwischen und überrasche die Bengels. Freuen sich richtig. Ich hoffe, ihr seid kameraaffin. Ja, total. Ne? Servus, Leute. Hier gibt es eine halbe Faust. Ja, hi. Hi, Afid. Tag. Hi. Guck mal. Seht ihr das? Er kennt meinen Namen. Da ist noch einer. Servus. Servus, moin. Stell dich mal kurz vor. Ich fange mit dir an. Wer bist du? Cedric Depper.
Ja, wir fahren 600er hier. Honda IBPM natürlich. 600er Fahrer. Genau. Auch schon. Beide. Ja. Ja, genau. Beide Lipper Connection, aber da vorne, wer bist du jetzt hier überhaupt? Achso, ich bin Yannick oder auch Schigi genannt, weil ich so einen schwierigen Nachnamen habe. Der schnelle Schigi. Genau. Und du? Ich bin der Chris. Servus. Servus. Wie läuft's bisher? Okay. Wart ihr, ich filme mal von hier, da haben wir ein bisschen mehr Weitwinkel. Ja. Wart ihr in Rijeka am Start? Ja. Alle wann? Und da lief's gut? Ja, das war so semi, ja, scheiß Wetter, ne? Dann war ich 2 Tage quasi fast verloren. Ja. Stimmt, ihr habt ein bisschen Wind gehabt, ne? Genau. Ja, erst Regen, dann Wind. Ja, dafür läuft es hier jetzt eigentlich. Ja, geil. Also noch ist auch alles heile hier. Ich frage nochmal ganz vorsichtig. Ne, wie gesagt, das Ganze ist unvorbereitet, überraschend, aber die Jungs können immerhin sammeln. Was habt ihr euch vorgenommen? Eigentlich eine 210, wenn ich sogar noch 210, die magische Grenze. Ja. Womit landet man da in der Supersport? Ja, leider noch nicht mehr weit vorne, ne? Aber Punkte gibt es dafür. Top, ja, doch. Sowas Top 10 ist dann. Ja, Top 10 wird schon schwierig. Mit einer 10. Okay, wir nageln die Jungs fest, deren Ziel, jetzt haben wir es auf Kamera, Top 10. Jeweils für euch beide gleich, ihr seid auf einem Level? Ja, ungefähr, ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ist zu schnell. Ich schau mal, ich weiß es noch nicht. Ne? Komm, mach eine Ansage. Top 6. Top 6 wäre cool. Top 6, okay. Ja. Das merken wir uns, ne? Ich zeige jetzt nochmal die Mopeds, damit ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Hier sind die Bauarbeiter Hondas. Da ist eine aerodynamische Klappersaki. Ja, aber amtlich. Das ist ein klassisches Top 6 Motorrad, das sehe ich. Ja, meinst du, ne? Ja. Lustig aus! Buongiorno! Siehst du? Hier irgendwie ein Most, ich meine, es ist kein neuer Asphalt, aber hier haben sie auch teilweise neu asphaltiert. Und es muss doch eigentlich auch hier funktionieren. Und ich schwöre dir, absolut genau das. Medium, Digga. Medium. Da wird einmal das Herz wieder schön warm. Servus, Perry. Hey, moin. Hi, Großer. Hi. Wie lief es? Hast du Platz 1 geschafft? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht auf die Zeiten geguckt, aber ich habe mir auf jeden Fall... Muss die Kamera auch machen. Ja, ja, alles gut. Multitasking. Ich weiß nicht, ob ich Platz 1 gemacht habe. Werden wir mal sehen. Marc ist ja auch hier am Start. Ja, habe ich gesehen. Und Marc ist ja auch hier, ich sag mal, zu Hause. Der kennt das sehr gut, der fährt ja hier auch echt brachial schnell. Aber ich habe jetzt meine Old-Time-Best-Lap heute jetzt gerade mit der BMW zustande gebracht. Du hast ja auch ein neues Schätzchen, ne? Ich habe ein neues Schätzchen und das bedeutete für mich auch gestern totale Ungewöhnung. Ich musste mich an so viele neue Parameter gewöhnen. Ich habe das Ding jetzt vorher in Rijeka, dann so wie sie jetzt steht, getestet. Und auch da viel Adaption, aber ich habe natürlich hier mit Ronny und in der Box, Ronny Schlieder. Ja, ist ganz guter Support hier dann. Alter, mega Support, einfach so, weil, weißt du, wenn du Fachleute an deiner Seite hast, die sich ein bisschen mit dem Motorrad auskennen, ist das einfach eine ganz, ganz geile Nummer. So, und, Pepin, hast du den im Griff? Pepin hatte ich, mit dem war gerade kurz draußen. So, und Pepin ist natürlich einfach auch echt eine Maschine. Und der hat mir jetzt sogar, weil er mich überholt hat, hat er mir dann ein paar Ecken gezeigt und so. Sehr fährt zum Beispiel viel, viel weniger Schräglage als ich. Ja. Ich mache viel über die Schräglage, aber Pepin fährt spitz rein, legt das Ding um und knallt da richtig raus. Und ich laufe manchmal in der Kurve, auf ihn auf, aber ich weiß dann ganz genau, der hat jetzt so einen Winkel getroffen, dass er das Ding umlegt und sofort wieder aufstellen kann. Hat, ich sag mal, nicht maximale, aber sehr viel Reifenaufstandsfläche, kann das Ding bis zum Get-No. Und, aber ich bin froh, dass ich, weißt du, ist immer so schön, machen wir uns nichts vor, ein Racer, der eine neue Rundenzeit hier ballert, der ist einfach happy. Dafür sind wir alle Racer. So. Ne, ist so. Und so. Ich glaube, mit Eifelregen können wir diesmal nicht rechnen, hoffentlich. Ich hoffe auch, aber du weißt, hier weiß man nie. Geht alles. Ey. Hier weiß man nie. Viel Erfolg, ich werde das nochmal beobachten. Danke dir, vielen Dank. Bleib gesund vor Dankeschön, allem. Dankeschön, danke dir, vielen Dank. So Leute, jetzt nehmen wir euch nochmal mit. Da kommt der Hubschrauber von der Nordschleife gerade. Jetzt nehmen wir euch nochmal mit hier in den Hatzenbach. Bogen, Qualifying 2 in der schnellen Klasse. Sind eigentlich alle unterwegs, die Rang und Namen haben. Sind sogar ein paar Zuschauer hier, ist auch nicht so üblich auf den Veranstaltungen. Da ist der Tim da unten, der gelbe Blitz. Guck mal, wen wir hier haben. Wir haben die schnellste Werksfahrerfamilie im Fahrerlager gefunden. BMW Werksfahrer, also Sykes und Redding, wären ganz neidisch. Familie Lochi wollte ich gerade sagen, die Lochs, ne? Hey. Lorg, jawohl. Hi. Die Lochs. Servus. Grüß dich. Servus.
Ihr müsst mir noch mal helfen und euch kurz vorstellen. Ihr wisst ja, wir sind hier beim IBPM-Lauf am Nürburgring, aber ihr fahrt BMW Cup, richtig? Korrekt, jawohl. Wer bist du überhaupt? Ich bin die Aline Lorch, gebürtige Wald, die Frau von dem Superschnellen hier, dem Andi. Wer ist der Superschnelle? Der Andi, ja. Der Andi. Es geht. Und du bist der Bruder vom Andi, ne? Jawohl, genau. Wer hat denn wen im Griff hier? Ganz klar, ihr alle. Ja? Andi hat ja alle im Griff in dem BMW Cup. Ah ja. Wart ihr denn auch in Rijeka? Ja, selbstverständlich. Ja. Und ist alles heil und gesund geblieben? Muss ich mal vorsichtig fragen. Tipptopp, ja, wir haben sogar Pokale mitgebracht. Stark. Und jetzt hier, weil ich hörte einfach, ihr seid so ein bisschen IBPM versaut. Ihr seid seit Ewigkeiten dabei. Stimmt. Was? Kann man sagen. Ihr seid schon so. Ja. Was spricht dafür? Sag doch mal kurz. Die Familie, sage ich mal so. Es ist wirklich eine Familie hier, eine Gruppenzusammenhalt. Jeder achtet auch aufeinander, obwohl es sehr sportlich zugeht. Ja. Und wenn jemand mal was braucht, hilft man aus. Es ist einfach geile Atmosphäre. Ja, schön. Geiler Rennsport. Ja, top. Ja. Weil das ist die Sache, die ich bisher auch mitgenommen habe, so von den Leuten, die ich hier gefragt habe. Beste Zusammenfassung. Es ist einfach eine große Cup-Familie, kann man sagen. Ja. Definitiv. Aber trotzdem noch so ein bisschen mit Wettbewerbsgedanke dabei. Na klar, egal auch wo du jetzt im Feld unterwegs bist. Es wird immer um Rundenzeiten gekämpft, ganz klar. Und es geht auch im Rennen drum, vor dem anderen über die Ziellinie zu kommen. Aber nicht zu jedem Preis, immer Platz dazu. Immer so, dass möglichst alle am Leben bleiben. Sehr stark. Aber Nürburgring heute mal bei besserem Wetter. Bestes Wetter. Es geht auch anders hier. Ja. Kennt ihr euch ja aus am Nürburgring? Na, das erste Mal. Weil es ist ja schon auch was Besonderes, dass ein Veranstalter hier einen Platz kriegt. So, nicht mal die IDM schafft es. Daher, ich weiß auch nicht, was der Dankris hier zahlt. Also. Aber euch gefällt es hier? Strecke ist super, anspruchsvoll, aber geil. Sehr also anspruchsvoll, ja. Jetzt haut noch was raus, was die Ziele sind für die Rennen. Wo willst du landen? Ich bin froh, wenn ich heile wieder ins Ziel komme und mitfahren kann mit den schnellen Jungs. Das zählt nicht, wir wollen mal eine Zahl von dir hören. Ja, ich freue mich, wenn ich irgendwo im hinteren Mittelfeld. Ja, weil es ist eine sehr schnelle Veranstaltung. Sehr diplomatische. In Rijeka war ich schneller, aber weil. Ne? Bei dir? Ja, Podest wäre schon ganz schön. Ja, Podest Pflicht, oder? Naja, Pflicht würde ich jetzt nicht sagen, aber ganz schön. Dann, also muss die 2 Minuten noch knacken oder ist die schon gefallen? Die 2 Minuten habe ich jetzt noch nicht geknackt. Wir beobachten das. Bei dir? Ja, Top 15 wäre ich zufrieden. Also einfach Punkte mitnehmen. Genau. Schön. Ja. Also Leute, ihr seht, selbst BMW-Werksfahrer müssen hier kämpfen um die Punkte. Hier siehst du einfach Fahrer wie ein Pepper, ein Beisterbusch, wie ein Perry und viele Leute, die so unglaublich viel Erfahrung haben, so schnell sind. Da war er nämlich. Ich hoffe, man hört irgendwas. Und dazu eben gepaart mit Leuten, die wirklich gerade das erste Mal Rennluft schnuppern und so quasi die ersten Schritte auf der Rennstrecke machen. Das Ganze auf einer Veranstaltung. Man kann sagen, eben drum, für jedermann was am Start und beeindruckend. Man kann einfach lernen, die Leute kann man ansprechen. Es werden hier hilfreiche Tipps geben. Es ist kein IDM-Fahrerlager, wo ja, so ein bisschen unter verschlossenen Türen gearbeitet wird. Also, tatsächlich sehr familiär und das feiere ich. Komm, man hört irgendwas hier. Mich hier haben wir noch mal einen. Wir müssen das nicht zum dritten Mal aufnehmen, das stimmt nicht. Ja, wer bist du? Okay. Ich bin der Michael Baczynski. Moin Michael. Hallo. Was hast du überhaupt zu deinem T-Shirt zu sagen? Mein T-Shirt? Mhm. Das habe ich bekommen von meinem Alibi Racing Team, weil ich ja im letzten Jahr Advanced-Meister geworden bin. Eieieiei. Genau. Da bin ich sehr stolz. Und 2 Jahre vorher bin ich Zweiter geworden. Also jeweils Zweiter und diesmal habe ich es endlich geschafft, Meister zu werden. Stark. Und die haben sich einen Spaß daraus gemacht und haben mir außerdem noch dieses Reglement-T-Shirt geschickt. Reglement heißt das richtig, ne? Geschenkt, Reglement, genau. Bei uns heißt das Reglement. Ja, du bist aber Doppelstarter hier, ne? Fährst Supersport. Das bin ich seit letztem Jahr. Supersport 600, IBPM und im BMW Cup. Richtig. Also das heißt, du hast keine Langeweile an so Wochenende wahrscheinlich? Na, ist sehr anstrengend, ja. Ich springe sozusagen von einem Motorrad zum anderen. Geht also für mich sehr gut gelaufen, da bin ich einmal Zweiter, einmal Dritter geworden. Schön. Aber dann weißt du auch, wo es nach vorne geht. Ne? Ja, so einigermaßen. Ja, stark. Also
Vor allem bleib sitzen und viel Erfolg hier am Nürburgring. Vielen Dank. Faust, das soll eine Faust sein, ja, hier. So. Dankeschön. Also, und schöne Grüße an Michael wollen wir nochmal bestellen. Ne? Ja, schöne Grüße an Michael. Tschüssi. Dem Dangerous. Er heißt ja eigentlich Dangerous mit unserem mit Spitznamen. Ist das so? Ja, Dangris. Nickname meinst Dangerous. Du, meinst du übersetzt in Westdeutsch? Genau. Genau. Okay. Ciao. Gut. Ciao. Eine Sache darf nie fehlen, wenn das Paddock-Geflüster unterwegs ist. Und zwar, wir müssen uns natürlich verewigen. Zack. Das machen wir hier. Und hier gilt, wie immer, wer das entdeckt, Story machen, teilen. Und dann gibt es eine Kleinigkeit für euch. Riding Coach und Fuddy. Bitte, da kommt noch ein Spezialreifen rein. Ja. Der bringt auch mal 4 Sekunden, oder? Ja, 1,4 reicht. Mit Sportzigarette. Hm. Aha, schnell verstecken, die haben wir nicht drauf. Dann ist gut. Servus. Servus. Moin. Moin. Wie lief's, Junge? Fürs erste Mal hier am Ring gut. Bin jetzt im ersten Qualifying 2028 oder 9 gefahren. Stabil. Fürs erste Mal Nürburgring, zufrieden. Und geht da noch was? Ja, auf jeden Fall. Gut. Aber nochmal eine Frage einfach an euch. Ihr seid ja Racing, verrückt Racing-Familie. Ihr habt schon so viel gemacht. Was zeichnet IBPM für euch aus hier? Weil du auch so viele andere Sachen schon erlebt ganz hast. Ganz klar, One Passion, One Family. Ja. Man findet schnell zu den Leuten, sind alles gute Menschen. Okay. Macht richtig Spaß hier. Ja, nice. Und dann noch mit so einem geilen Exot, kann man sagen. Ja. Fällt es dir auch nochmal auf. Schön. Ja. Also viel, bleib sitzen vor allem, ne? Mach ich. Viel Glück. Ja, danke. Leute, so viele Stimmen haben wir schon gesammelt, aber es fehlt noch eine ganz wichtige, nämlich mein lieber Freund, der Tim. Timmy, Junge! Hey! Was geht? Alter. Wie geht's dir, Mensch? Alles klärchen? Ja, und bei dir? Ja, bisher schon, wenn ich euch so fahren sehe. Ja. Du bist ja hier mit dem gelben Blitz am Start. Ich bin wie immer mit dem gelben Blitz am Start. Für dich aber erste Veranstaltung IBPM, ne? Genau, erste Veranstaltung IBPM, Rijeka sind wir nicht mitgefahren. Ja.
Und ja, bis jetzt läuft es ganz gut. Wie gefällt dir der Nürburgring? Weil es ja schon was Besonderes. Ist schon was Besonderes, aber ich würde sagen, es liegt mir. Also so, gibt ein paar harte Anbremszonen, aber auch schnelle Kurven. Das ist eine gute Mischung. Ja, stark. Also wie läuft es bisher in Zahlen bei dir? In Zahlen, ja. Also wie gesagt, gestern erstmal ein bisschen an die Strecke gewöhnt. Und jetzt sind wir mittlerweile nach dem ersten Qualifying bei 2,5,6 angekommen. Das ist ganz in Ordnung. Der Till fährt vorne schon 2,3, der ist richtig schnell unterwegs. Der kleine Bengel, ey, der kleine Scheißer. Du, aber der hat das drauf, ne? Der hat das richtig drauf. Den holen wir uns auch gleich nochmal. Genau, genau, liebe Grüße. Und ich bin gespannt aufs Rennen. Also ich denke, ich kann auch noch mal was finden. Ja. Wir machen jetzt auch noch mal neue Reifen drauf. Also es waren auch gerade noch keine neuen Reifen. Ja. Das heißt, da geht auch noch ein bisschen was bei mir, aber wie viel wird sich zeigen dann im nächsten Qualifier. Was, ich meine, du bist ja schon hier und da alles gefahren, was man so fahren kann. Was spricht so für dich, für die IBPM? Was macht es aus einfach? Ich bin ja auch schon früher auch schon mal mit der 600er IBPM gefahren, vor wahrscheinlich mittlerweile schon 5 oder 6 Jahre her. Aber nach wie vor finde ich, dass immer gute und schnelle Leute dabei sind und das Niveau immer so ist, dass man immer wen findet, mit dem man da seinen Spaß haben kann. Und es ist generell immer top organisiert. Also ich fahre sowieso am liebsten bei Bike Promotion. Deswegen jetzt noch auch mit so einem schönen Fahrerfeld dieses Jahr. Und das ist nicht bezahlt, Leute, das die Aussage. Ich kriege nichts umsonst, vielleicht nach dem Interview, Michael. Ne? Was willst du sagen? Nee, aber nein, es ist einfach, man kennt das Fahrerlager. Wie gesagt, ich bin hier seit 10 Jahren bei Bike Promotion unterwegs. Ich mag die Leute, man kennt sich. Alle helfen sich gegenseitig, wenn mal was ist. Es ist einfach eine schöne Gemeinschaft auch. Ich muss noch einfach sagen, Streckenauswahl für die Meisterschaft 10 von 10. Ist auch schon 10 von 10. Ne? 10 von 10. Absolut. Ey, Timmy, für später viel Glück. Danke. Bleib vor allem sitzen. Ne? Ich gebe mir Mühe. Sitzen bleiben, aber doch nicht rumschnarchen. Nee. Ich hau rein, hier gibt es eine Faust. Da ist noch Fanny, der flüchtet. Dann macht er extra. Macht er extra, ne? Der hört dich eh. Aber nicht. Der hat Werksfahrersocken. Ich weiß nicht, ob man sie von hier sieht. Junge. Das sind auch 2 Sekunden. Schnelle Socken, ja. Ciao, ich hau rein. Mach's gut. Jetzt haben wir nämlich hier den Supersport-Schnellstenfahrer Till. Grüß dich, da gibt's die Faust. Moin Till, sag mal kurz deinen Nachnamen. Ja, mein Nachname ist Till Belzikowski. Ist ein bisschen schwierig, aber kriegt man hin. Und Instagram hast du auch, ja? Ja, genau das gleiche, Till.Belzikowski. Blenden wir an dieser Stelle ein. So, die guten Nachrichten, du bist 2,03 gefahren, stehst damit auf der Pole Position, richtig. Supersport. Was sind denn die schlechten Nachrichten? Ja, mein Motor hat gerade leider den Geist aufgegeben, aber wir haben ja zum Glück hier einen guten Teamkollegen, der uns seine R6 mal geliehen hat, jetzt gleich für das Rennen. Für einen horrenden Preis. Zack, da ist er nämlich. Für einen ganz horrenden Preis. Er muss nämlich letzte Runde auf Startziel, muss er mich vorbeilassen. Okay, das merken wir uns. Gucken wir mal. Aber wie schon gesagt und wie ich jetzt schon von anderen Stimmen gehört habe, was spricht für die IBPM? Nämlich so eine familiäre Stimmung. Und jetzt wird dir einfach so ein Moped zur Verfügung gestellt. Genau. Und das sieht auch mal amtlich aus, das Ding. Ne? Wenn man mal so reinguckt, da sind noch nicht so viele Kratzer wie bei deiner Karre. Ne? Ja, ist richtig. Die sieht noch ein bisschen neuer aus. Ja, auf jeden Fall. Geile Nummer. Gleiches erstes Rennen. Aber da ist das Ziel soweit klar, oder? Das Ziel ist natürlich gewinnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, neues Motorrad, aber kriegen wir. Lass das heile, lass ich heile, bleib gesund. Aber fahr nicht so langsam. Ne? Mach ich. Junge, Dankeschön. Da ist der heilige Spender. Wer bist du überhaupt? Kirill. Kirill, du fährst auch IBPM Supersport? Genau, ja. Du bist ja auch nicht gerade der Langsamste, wie ich gehört habe. Eben. Ich bin tatsächlich jetzt gerade selber ein bisschen überrascht von meiner Zeit am Nürburgring. Ich habe unheimlich schlechte Erfahrungen am Nürburgring. Ich wollte eigentlich hier nur heile heimkommen. Das war mein Ziel. Jetzt habe ich gerade auch eine gute Zeit rausgehauen. Freut mich ja unglaublich, weil ich das erste Qualifying leider aufgrund von einem technischen Defekt verpasst habe. Ja. Ja. Und jetzt gibst du ohne weiteres dein zweites Motorrad, dein Regenmotorrad ab. Ja, ja gut. Till. Der Till ist ja nicht nur einfach ein Bekannter aus der IBPM oder so. Wir können uns ja mittlerweile sehr gute Freunde nennen. Ja. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Was hast du dir gleich vorgenommen fürs Rennen? Nochmal eine Ansage. So, ja, eigentlich war es Top 10. Jetzt vorhin so Top 5 wäre geil. So an der Top 5 kratzen. Wäre es eigentlich grundsätzlich immer noch ganz schön, wäre natürlich Top 3. Top 5, Top 3, ja. Das wäre natürlich Wir halten das mal fest an der Stelle und sind gespannt. Leute, Dankeschön, viel Erfolg gleich. Danke dir. Peace.
zum Kontrahenten-Motorrad? Das ist so scheiße. Was ist hier los, Alter? Das ist aber, was ich für ein Typ bin. Ja, das steckt leer. Da können wir da auch mal reingucken. Ist das hier Tuning? Ja, ja, muss man wissen. Ich hab auch Podest gesehen. Oha. Ich auch. Das muss nicht so, oder? Also, ja, das war ja nicht ganz so. Alter, jetzt sagst du nicht den Bullshit. Also eine Sache haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Mal wieder einen ordentlichen Sonnenbrand. Diesmal war ich immerhin eingecremt. Liebe Leute, das war's von uns. IBPM-Veranstaltung, Rennen 3 und 4, Lauf 2 am Nürburgring, am herrlichen Nürburgring. Ich erwähne es immer wieder, denn es ist schon was Besonderes, dass hier eine Veranstaltung, Moped-Veranstaltung stattfindet. Leider viel zu selten. Die IBPM hat es hinbekommen mit hoffentlich für euch geilen Stimmen, lustigen Stimmen, aber auch interessanten Infos aus dem Paddock und das Ganze von uns für euch wie immer. Also knallt die Kommentare voll. Vielen Dank schon mal dafür. Daumen hoch, folgt unserem Kanal, folgt auch den Jungs und Mädels von Max Adrenalin, folgt der IBPM-Seite. Hier nochmal eingeblendet. Also es lohnt sich einfach. Die Veranstaltung ist für jedermann was. Ich wurde herzlich empfangen und wie der Tenor einfach sagt, es geht familiär, völlig familiär her. Jeder hilft jedem und dazu wird noch ordentlich gepflegter Rennsport durchgeführt. Peace. Ich danke euch für alles. Wir sehen uns im Fahrerlager.